Der Airbus A320 mit der Flugnummer 4U9525 am 24. März 2015 auf der Startbahn in Barcelona. Ziel ist Düsseldorf. An Bord 144 Passagiere, 2 Piloten und 4 Crewmitglieder. Nach Angaben des Germanwings-Chefs hatte die Maschine einen neuen Bordcomputer. Der Airbus startete um 10.01 Uhr mit Verspätung. Um 11.55 Uhr sollte die Maschine in Düsseldorf landen. Und nun weitere Toninformationen der Presse und der Flugexperten. Wer viel fliegt, der sitzt quasi ständig in einer dieser Maschinen und fühlt sich im Regelfall sehr sicher. Er gilt als der Überflieger des Airbus-Konzerns, der A320. Das zweistrahlige Passagierflugzeug ist das meistverkaufte Flugzeug des Konzerns. Er gilt neben seinem Konkurrenten, der Boeing 737, als das Zugpferd im internationalen Luftverkehr. Bei seiner feierlichen Einführung 1987 sorgt er für eine Revolution. Das Fliegen wird mit der Fly-by-Wire-Technik weitgehend vom Computer übernommen. Das Cockpit des A320 ist so voll digitalisiert. Alle wichtigen Fluginformationen erscheinen auf den Bildschirmen. Die Unglücksmaschine, hier Archivbilder desselben Typs, war 24 Jahre alt, in der Branche kein hohes Alter für ein Flugzeug. Die Wahrscheinlichkeit, in einem A320 zu sitzen, ist relativ hoch. Weltweit sind mehr als 6.000 Flieger unterwegs. Bevorzugt werden sie bei Kurz- und Mittelstrecken eingesetzt. 52 A320 fliegen für die Lufthansa, 19 für die Germanwing. Der A320 ist knapp 37 Meter lang und kann je nach Ausführung bis zu 180 Passagiere transportieren. Er hat eine Reichweite von knapp 5.000 Kilometern. Kostenpunkt an die 100 Millionen Dollar. Gebaut wird der Flieger in den Airbus-Werken in Hamburg, Toulouse und neuerdings auch in China. Hauptkunden sind neben der Lufthansa, der spanischen Iberia und der Air France vor allem nordamerikanische Airlines. Der Airbus A320 hat, was Sicherheit angeht, wirklich eine weiße Weste. Er gehört statistisch zu den sichersten Flugzeugen überhaupt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, auf 1 Million Flüge, das ist die Währung, kommen 0,16 Abstürze. Daran sieht man, wie selten sich solche schrecklichen Ereignisse wirklich ereignen. Und dann noch das Alter der Maschine. Knapp 24 Jahre alt, das ist jetzt nicht brandneu, aber bei guter Wartung dürfte das eigentlich doch kein Problem sein. Absolut nicht. In der Tat, Flugzeuge können eigentlich unendlich alt werden, solange sie ausreichend gut gewartet werden. Das wird ziemlich teuer mit zunehmendem Alter. Sie brauchen auch mehr Sprit. Heißt, es ist für die Airlines eher eine wirtschaftliche Frage, ob sie das so lange machen wollen. Aber technisch ist das Alter absolut kein Grund für irgendeine Gefahr. Und wir haben jetzt gerade auch von Herrn Nekelmann gehört, wie eben ganz massiv dieses Flugzeug ständig gecheckt wurde. Also das halte ich für wirklich kein Problem. Nach 43 Minuten, also 10.45 Uhr, die Reiseflughöhe ist erreicht. Dann eine Minute lang Geradeausflug. Dann, es ist 10.46 Uhr, das erste problematische Zeichen. Was ist da passiert? Also es muss ganz klar im Cockpit eine enorme Notlage gegeben haben. Also man sieht, es ist kein Sturzflug, es ist vermutlich ein kontrollierter Sinkflug gewesen. Es ist auch interessant, dass das Flugzeug die ganze Zeit bis zum Absturz auf dem normalen Pfad bleibt, also nicht vom eigentlich vorher vorgegebenen Kurs abweicht, sondern diesem Kurs, der auch am Autopiloten ja einprogrammiert ist, stur folgt. Der Sinkflug, auf jeden Fall war mit Sicherheit von den Piloten eingeleitet. Das tun sie nur, wenn sie eine absolute Notlage haben, etwa Druckabfall, Sauerstoffverlust oder aber auch Feuer und Flammen und Qualm an Bord. Es gab auch keine Notrufe, das ist sehr bezeichnend. Piloten lernen normalerweise 3 Dinge im Notfall zu tun, zu fliegen, zu navigieren und zu kommunizieren. Das letzte haben sie nicht mehr geschafft, vermutlich weil einfach die Lage zu prekär war. Dann folgen 8 Minuten Sinkflug. Normalerweise müsste die Maschine dann ja irgendwann auch wieder abgefangen werden. Das ist nicht passiert. Das deutet darauf hin, dass die Piloten dann im Laufe des Sinkflugs irgendwann die Kontrolle tatsächlich komplett verloren haben, oder?
Das ist eben widersprüchlich, weil wir sehen eben, dass der Kurs des Flugzeuges immer gleich bleibt und da, wo sie auch ursprünglich hinfliegen sollte, sie also nicht versucht, zum Beispiel abzudrehen, etwa im nahegelegenen Marseille zu landen. Zum anderen denke ich, die Piloten werden mit Sicherheit nicht wissentlich auf eine derartig niedrige Flughöhe abgesunken, wissend, dass sie damit den Alpengipfeln sehr nahe kommen, was ihnen ja auch zum Verhängnis wurde. Uhr, der Aufprall. Mit 700 Stundenkilometern zerschellte die Maschine mit 150 Menschen an Bord an einem steilen Gebirgsmassiv in den französischen Alpen. Wir sehen, dass das Flugzeug, von dem, was wir auf den Wrackteilen erkennen können, auf diesen Bildern, sich wahrscheinlich mit hoher Geschwindigkeit direkt an einer Felswand zerlegt hat, in eben leider sehr, sehr kleine Teile. Also das ist ein typischer Aufprall aus vorher funktionsfähigen Flugzeuges.